Quasi über Nacht hat sich das Feld der Meinungsmacher erweitert und verjüngt. Der Nachwuchs hat einfach keine Lust mehr auf das Treppenlifter-Tempo der verstaubten Volksparteien. Er bestimmt selbst, mal auf YouTube, mal auf Klimademos, wo es lang geht. Ein Politiker, der zumindest altersmäßig noch mithalten kann, ist der unzerstörbare Philipp Amthor. Marie Groß berichtet. Die junge Antwort einer alten Volkspartei, ein meinungsstarker YouTuber und ein Klimaretter. Eine Generation, zwei Welten, drei Männer. Wer hat die Lufthoheit in unserem Land? Mein Name ist Philipp Amthor, bin 26 Jahre alt, am liebsten höre ich Klassik, bin da aber nicht so festgelegt. Das wichtigste Problem unserer Zeit ist der gesellschaftliche Zusammenhalt und die schwindende Debattenkultur. Auf der Straße wird Philipp Amthor auch ohne Street Credibility sofort erkannt. Der Jungspund hat zu kämpfen. Ein blauhaariger YouTuber hat seine Partei fast zerstört. Luisa hat ja das Video gemacht, was ungefähr 53 Minuten ging, würde ich sagen. Habt ihr das gesehen? Und, ich hatte es mir angeguckt. Habt ihr es ganz geguckt? Ja. Und ich fand, natürlich hat er Argumente gebracht, die teilweise man widerlegen konnte. Und manche waren so ein bisschen schwammig, gar keine Frage. Aber dann die CDU das so rauszuzögern, mit zu sagen, ja, wir bringen noch ein Video, wir machen noch das und das, das fand ich so ein bisschen, hätte man schneller darauf reagieren müssen. Wirklich war das alles nicht, ne? Also natürlich. Nicht, dass der Eindruck, ich meine, wer mich kennt, der weiß, schüchtern bin ich da nicht und die Argumente sind uns da nicht natürlich ausgegangen. Ja. Aber da muss man halt jetzt schon sehen, wie man das auffängt. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen fitter werden. Eben, da muss, finde ich, ein bisschen schneller und einfach auch professioneller, hatte ich teilweise das Gefühl, darauf reagiert werden. Bei der Europawahl verlor die CDU 15% der Jungwähler und danach ihr Selbstwertgefühl. Um den Anschluss an den Nachwuchs nicht zu verpassen, schickt man nun den Jüngsten vor. Doch die richtige Tonspur trifft auch Amthor nicht. Jedenfalls nicht die des hämischen Internets. Ja, ich meine, wenn man sich das anschaut, ja, hier manche Kommentare. Glaubt die CDU tatsächlich, Wähler mit dieser Streberbacke zu erreichen? Ja, da stellt sich die Frage bei so einem Kommentar, ja, klingt ja cool, jetzt haben wir einen Joke auf Kosten von Philipp Amthor gemacht, aber was ist denn eigentlich die Erwartung an einem Politiker? Hat man die Erwartung, dass der irgendwie das ist, was man mit einem Streber assoziiert, nämlich fleißig sich in die Themen einarbeitet, oder soll man besonders cool und lässig sein? Ja, ja, auch schön. Ist nicht nett, aber so einen wie den Amthor hätten wir früher auf dem Schulhof ordentlich verprügelt. Ja, ja, der Kiez war früher ein hartes Pflaster für Klugscheißer. Ja, also zum einen würde ich sagen, sagt das auch wie an so vielen Stellen mehr über den Kommentator aus als über mich. Also ich kann mich über meine Schulzeit überhaupt nicht beschweren. Im Hinterhof der Politik agiert Rob Bubble, ein YouTuber mit Überzeugungen. Mein Name ist Robin Blase, ich bin 27, ich höre gerne alles. Hip-Hop, Pop, Elektro, einfach alles. Und meiner Meinung nach ist das größte Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, das Klima, beziehungsweise wie wir das Klima besser für unsere Zukunft schützen können. Mit Videos zu den Themen Umwelt und Netzpolitik kommt er gut an. Seine Follower verlangen nach Aufklärung, nicht nach Verdummung. Eigentlich ganz einfach. Was bei YouTube sehr gut funktioniert, ist, dass jemand vor der Kamera steht und leidenschaftlich für etwas steht und für irgendein Thema brennt. Und eigentlich würde man meinen, dass das ja genau das ist, was die Politik auch ist, nämlich Themen und Persönlichkeit. Aber ja, vielleicht sind es nicht die richtigen Themen oder die richtigen Persönlichkeiten, aber irgendwie funktioniert es nicht ganz so gut. 200.000 Abonnenten erreicht Robin Blase alias Rob Bubble jede Woche. Das sind fast halb so viele, wie die CDU derzeit noch Mitglieder hat. Bei den Sozialdemokraten sieht es auch nicht besser aus. Die Kampfansage von Kollege Rezo und seine 15 Millionen Klicks haben die Situation sicherlich noch verschärft. Doch verursacht haben sie den Vertrauensverlust nicht. Den haben die Volksparteien ganz allein zu verantworten. Meiner Meinung nach liegt das vor allem an den Themen. Also ich glaube, wenn es wirklich konkrete Ansätze gäbe, Dinge zu verbessern, dann würden Leute auch hingehen und sagen, finde ich cool, dass ihr das macht. Aber wenn die Themen, die jungen Menschen gerade wichtig sind, und das war zum einen Artikel 13, das Fridays for Future oder Umwelt generell, aber auch andere Themen, wenn die gefühlt ignoriert werden oder nicht angesprochen werden, dann ist das ein viel größeres Problem. Während sich die Gleichaltrigen im Internet austoben, muss Philipp Amthor mit traditioneller Politikarbeit punkten. Mittlerweile seit 10 Jahren.
Als ich als 16-jähriger Schüler in den Kreisvorstand der CDU kam, saß dort eben der Rechtsanwalt neben dem Unternehmer, neben der alleinerziehenden Mutter, neben der Rentnerin. Und das ist es eigentlich, was die Breite an Diskussionen auch schafft. Und ich will nicht, dass wir uns nur sozusagen in unseren eigenen Komfortzonen bewegen, sondern wir müssen es auch schaffen, in der Breite mehr, um besser zu diskutieren. Das leisten Volksparteien. Aber trotzdem haben Sie einen großen Teil des Volkes, zumindest nach Wahlergebnissen, verloren. Nein, das würde ich so überhaupt nicht sehen. Die CDU ist die einzige Partei, die im Moment noch den Anspruch aufrechterhalten kann, als Volkspartei auch in der Breite vertreten zu sein. Amthors Positionen sind für einige so hip wie Pfälzer Saumagen. Er ist gegen die Homo-Ehe, gegen Abtreibungen und für Massentierhaltung. Bei der älteren Generation kommt das an. Ich bin heute Abend in Travemünde im Maritimhotel, halte heute eine Rede für die CDU. Viel Erfolg und Durchhalte. Ja. Ja, Sie haben es nicht einfach. Vielen Dank. Im Moment. Wer hat das schon, oder? Ja, ja. Er ist ein junger Abgeordneter. Er sieht nicht so aus, wie sich die Leute Punky vorstellt oder wie auch immer. Und er vertritt auch konservative Positionen, die man von einem Jungen gar nicht erwartet. 26, 27, 26. Ja, 26. Und ich finde das gut und mutig. Und er macht das ja nicht, weil er irgendjemand gefallen muss, sondern weil er davon überzeugt ist. Und das kann man ihm glauben. Bei mir kommt es glaubwürdig an. In Hamburg hat die Jugend aufgehört zu glauben. Sie kämpft lieber für die Zukunft. Moin, ich bin Calvin Gantert. Ich bin 16 Jahre alt und höre sehr gerne Hip-Hop und Elektromusik. Und meiner Meinung nach ist das größte Problem der Menschheit die Auswirkung des Klimawandels auf uns Jugendliche und unsere nachfolgenden Generationen. Seit 6 Monaten geht Calvin Gantert jeden Freitag zusammen mit Tausenden auf die Straße. Heranwachsende, die sich nicht länger auf Erwachsene verlassen wollen. Wir wollen die Power, die Jugendlichen wollen die Power haben, um eben der Politik zu sagen, wir sind hier, wir sind laut, wir haben auch eine Macht, dass wir diese Macht auch bekommen und eben Entscheidungen auch theoretisch treffen können. Fridays for Future ist auch ein Event. Calvins Aufgabe dabei, einheizen und für Ordnung sorgen. Bisher lief immer alles ganz friedlich ab. Doch das kollektive Schulschwänzen stößt nicht bei allen auf Zustimmung. Ü60 mit deutlichen Worten. Muss das sein, solche Scheiße? Dass die Kinder am Freitag nicht zur Schule gehen, alle, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man sowas macht, muss man dann an Tagen mal machen, wo die Kinder ihre Ausbildung weiter haben. Für Calvin ist klar, er schwänzt nicht, er rettet das Klima, weil es die Alten versäumt haben. Wenn wir hier stehen und sagen, die Politik macht nichts, dann kommt gleich garantiert irgendjemand an und sagt, doch, die Politik tut was. Das kann doch nicht von heute auf morgen passieren. Digga, ihr hattet 25 Jahre Zeit und ihr habt Klimakonzepte abgeschlossen. Da waren die meisten von uns hier noch nicht mal geboren. Das kann doch nicht sein. Ein 16-Jähriger, der den Politikern den Marsch bläst. Das muss man sich erst mal trauen. Inzwischen bestimmt das Klimathema sein ganzes Leben. Flüge sind gestrichen und zu essen gibt es Bio statt Fastfood. Die Ökobilanz hat sich seitdem verbessert, die Schulnoten eher nicht. Da sind wir auch oft schon mal in Konflikt darüber geraten, weil wir im Moment halt sehen, dass er einfach, dass die Schule ganz hinten ansteht, dass er einfach keine Zeit mehr hat. Für mich persönlich, wie gesagt, steht die Schule so ein bisschen im Moment hinten an, wenn die Noten noch nicht zählen. Da ich einfach der Meinung bin, dass ja wirklich mir dieses Engagement für die Zukunft auch viel, viel mehr bringt. Calvins Generation wird die Generation Z genannt. Ihre Angst ist es, dass sie nicht nur alphabetisch am Ende sind, dass nicht genug Zeit bleibt, um noch schnell die Welt zu retten. Eine Sorge, die selbst die Eltern grübeln lässt. Also wo ich auch schon die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, dass das eigentlich Aufgabe unserer Generation ist, auf die Straße zu gehen und darauf aufmerksam machen. Wir sind jetzt informiert worden durch euch, sind wachgerüttelt worden und entdecken auch, dass wir keine Antworten mehr kriegen durch die Volksparteien. Und weil die haben jahrelang die Chance gehabt, irgendwas zu ändern. Und es ist irgendwie, wir haben auch verstanden, dass nichts passiert ist. Der Vertreter der Volkspartei ist mittlerweile im Maritimhotel Travemünde angekommen. Im CDU-Ortsverband wird heute Lapskaus serviert. Philipp Amthor ist der Leckerbissen vorweg. Auch wenn der Rezo-Angriff noch nicht verdaut ist, so hat man doch eines begriffen. Der Union fehlt es an Frischfleisch. Wir müssen die Sprache der Jugend sprechen, ohne dass wir die Älteren, die Silver Age, vergessen.
Aber es geht nicht mehr ohne Jugend, es geht nicht mehr ohne moderne Themen. Laut Statistik hat die CDU die ältesten Mitglieder. Travemünde bildet da keine Ausnahme. Trotzdem versucht man sich, flippig zu geben. Auch im Namen des CDU-Kreisverbands Lübeck heiße ich dich mit einem herzlichen Hey Philipp, du alter junger Konservativer. Im schönen Lübeck-Travemünde willkommen. Ja. Der alte Junge weiß, womit er hier punkten kann. Der Robert Habeck, der hat sich ja, ich bin ja jetzt nicht so ein Social-Media-Experte, aber der hat sich ja vor ein paar Monaten von Twitter abgemeldet. Mit der Begründung, emotional kommt er damit nicht klar und das macht ihn einfach fertig. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich oder irgendein CDU-Politiker hätte gesagt, wir kommen mit Twitter nicht klar, wir werden zurück in die Steinzeit gebeamt worden, aber bei den Grünen ist das okay, ja? Da kann man sagen, ich will Verantwortung für unser Land übernehmen, aber Twitter macht mich fertig, damit kann ich nicht umgehen. Schwarzer Humor gegen das grüne Umfragehoch. Der 26-Jährige begeistert. Selbst die, die altersbedingt nicht alles verstehen. Was halten Sie denn von Philipp Amthor? Ihr habt es noch nicht verstanden. Können Sie noch mal was halten Sie denn von Philipp Amthor? Also von dem Referenten. Ach, der hier vorne, der redet ohne Punkt und Komma stundenlang. Hochachtung. Jugendlich, frisch. Der hat ohne Konzept gesprochen. Das hat mir sehr imponiert. Fand ich toll. Zwischen Lapskaus und Silver Agern hat sich an diesem Tag noch ein zweiter Vertreter der Jugend gemischt. Einer, der genau weiß, was er will und was nicht. Bei den Jungen Grünen, ich kenne aus eigener Erfahrung, oder mir wurde mitgeteilt, wenn man bei den Jungen Grünen nicht immer Müllsammeln mitgehen will oder Vegetarier ist, wird man dort strikt abgelehnt. Die Jungliberalen machen praktisch nichts und die Jungalternative, die kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Und ich finde, die Junge Union, die macht auf jeden Fall viele ordentliche politische Veranstaltungen. Und mit der regierenden Partei CDU seit 13 Jahren finde ich doch, dass wir ein sehr gutes, ja, wir sind sehr gut dabei. Sehr gut dabei wird nicht reichen. Ein bisschen Tempo wird es auch brauchen. Sonst sitzt die CDU demnächst alleine da.